Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kopfüber ins Nichts Box von Serum 114. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kopfüber ins Nichts von Serum 114. Das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das vierte Album der Band. Wir haben hier oben den Bandnamen Serum 114. Links und rechts so schwarz-weiße Rennfahnen, wie man sie zum Beispiel aus der Formel 1 kennt. Dann lesen wir hier den Albumtitel Kopfüber ins Nichts in Rot und Weiß und darunter Limited Edition. Das Ganze kommt in einer Metallbox in schwarz gehalten. Hier wieder der weiße Aufdruck mit weißen Farbsprenkeln. Was man auch hier sehen kann oder zumindest fühlen kann, ist, dass Teile hier der Box geprägt wurden. Also hier der Albumtitel Kopfüber ins Nichts, der ist geprägt. Hier auf der Seite ist das gesamte Bild hier, also die Fahnen samt Schriftzug geprägt. Auf der rechten Seite wieder der Albumtitel. Hier oben wieder der Bandname und links auch wieder der Albumtitel geprägt. Auf der Unterseite haben wir die Infos zur Box. Diese Box enthält CD-Album als Digipack, Bonus-Live-CD Live at Wacken 2013, Schlüsselanhänger, Sonnenbrille mit Reliefdruck inklusive Samttasche, Gürtel mit geprägter Gürtelschnalle, handsignierte Autogrammkarte. Dann haben wir hier die ganzen Boxinhalte nochmal visualisiert. Und wir haben hier unten einen Sticker bezüglich der Boxlimitierung und Nummerierung. Kopfüber ins Nichts Limited Edition 947 von 1500. Also 1500 war die Gesamtauflage und meine Box ist Nummer 947. Das Ganze ist hier erschienen über SPV. Rechts gibt es den Barcode, links die Beteiligten. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ganz einfach hier der Metalldeckel aufzuklappen. Wir haben hier den Inhalt und zwar einmal den Gürtel. Dann haben wir die Sonnenbrille, die hier in dieser Tasche kommt, in diesem Beutelchen. Den Schlüsselanhänger. Die Autogrammkarte. Die Bonus-CD Live at Wacken. Und natürlich das Album an sich, Kopfüber ins Nichts. Die Box von innen in Silber. Hier sieht man auch nochmal die Prägung. Und hier auf den Seiten, jawohl, kann man auch hier die Prägungen erkennen. Anpacken wir die Box mal zur Seite. Und wir haben hier diverse Sachen noch in Folie. Also zum einen der Schlüsselanhänger. Wo geht das Ganze am besten auf? Hier. Dann haben wir den Gürtel. Und ansonsten ist, glaube ich, nur noch das Album in Folie. Denn die Bonus-CD und die Autogrammkarte kommen natürlich hier ohne Folie. Gut. Dann holen wir noch das Album raus. Wenn es sich öffnen lässt. So, wunderbar. Gut. Wir haben hier das vierte Album der Band, Serum 114, Kopfüber ins Nichts. Das Album kommt hier in einem Digipack. Hier haben wir wieder diese schwarz-weißen Rennfahnen. Und dann haben wir hier ein wildes Cover, denn wir haben hier ohne Ende Figuren, die hier gezeichnet wurden. Also in so einem Comic-Stil alles in schwarz-weiß. Unten rechts dann in schwarz und grün der Albumtitel. Auf der Seite sieht das so aus. Unten haben wir noch die Katalognummer und oben Bandname plus Albumtitel. Und auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier 13 Tracks plus einen, also insgesamt 14 Tracks.
die hier alle in schwarz-grün aufgelistet wurden. Rückseite ähnlich wie die Vorderseite, also hier überall diese Mäxchen hier, diese Figuren, diese Skizzen. Und das hier, dieses Wesen, Beteiligte und Barcode, bedeutet, das Album gibt es auch ohne Box zu kaufen. Und da kommen wir mal zum Booklet. So, wir haben... ich gehe mal davon aus, wir haben hier ein Poster-Booklet. Wir schauen mal. So. Genau, so sieht das aus. Ein quadratisches Poster. Hier komplett das Artwork in diesem Comic-Stil gehalten. Also hier haben wir alle Personen, alle Gestalten vereint. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich verrückt, dieses Poster. Also wir haben hier Leute mit diversen Gegenständen im Kopf, hier stecken Schwerter im Kopf, Sägen, eine Axt. Das sieht, da ist die Frage, was das hier ist. Sieht so aus, als würde hier irgendwie Mais oder als würden hier irgendwie Maiskörner gepoppt werden oder wegspringen. Dynamit im Ohr, eine Granate im Kopf, hier gibt sich jemand einen Kopfschuss, hier ist so eine Schraubzwinge. Ja, also die Köpfe werden hier auf jeden Fall stark in Mitleidenschaft gezogen. In der Mitte dann der Albumtitel Kopf übrigens nichts. Und auf der anderen Seite des Posters sieht das Ganze so aus. Wir haben hier die ganzen Lyrics zu den ganzen Tracks. Und am Ende, wo haben wir es hier, haben wir dann auch noch die Credits zum Album. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. Ist recht klein gedruckt. Und dann haben wir hier noch die Danksagungen bzw. Grüße der einzelnen Bandmitglieder. Okay, also so viel zu diesem Poster-Booklet. Dann packen wir das wieder zurück. Auf der Rückseite kommt das hier zum Vorschein. Und wir kommen zur Album-CD. Die ist in diesem Neongrün gehalten mit schwarz und weißem Aufdruck. So sieht das aus. Und auf der Rückseite diese Person, die hier scheinbar gerade weggeschleudert wird. Gut, das zum Album. Dann haben wir die Bonus-CD. Live at Wacken 2013. Hier haben wir wieder dieses sonderbare Wesen. Unten links das Bandlogo. Und so sieht das dann aus. Auch hier wieder der Kopf in Mitleidenschaft gezogen. Blam. Also der wurde hier scheinbar gerade gesprengt. Dann haben wir die Tracklist, 12 Stück sind hier drauf und die CD sieht so aus. Also es ist keine DVD, sondern es sind die Tracks live, die dort 2013 gespielt wurden, eben hier. Also ein Live-Album mehr oder weniger, kommt in einer Papphülle. Eine Autogrammkarte ist dabei, wir haben hier die Herrschaften der Band an diesem runden Tisch versammelt, also die vier Bandmitglieder hier abgebildet und auch alle hier mit weißem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite haben wir hier die Tourdaten, kopfüber im Club Tour 2014. Das waren die Tourdates. Autogrammkarte im Querformat. Dann haben wir mit dabei einen Schlüsselanhänger, der kommt hier aus dunkelgrauem Metall mit schwarzem Serum 114 Schriftzug und auch hier wieder diese Fahnen geprägt, also diese dunklen Quadrate, diese Auslassung hier, die wurden hier so reingestanzt. Das ist nicht aufgemalt, sondern ist hier wirklich so vertieft, ebenso wie der Schriftzug. Auf der Rückseite ebenso, also beidseitig gestaltet. Und hier haben wir dann natürlich die Kette und hier dieses entsprechende Glied, diesen Schlüsselring, um dann einen Schlüssel oder was auch immer dran zu befestigen. So, wir kommen zum nächsten Inhalt, der sehr ungewöhnlich ist, denn es kommt ab und zu vor, aber doch sehr selten. Und zwar haben wir hier einen Gürtel. Einen Stoffgürtel. Ja, ich muss ehrlich sagen, mich erinnern diese Gürtel immer so an die Skaterzeit. Also ich glaube so mit 12, 13, 14, als ich zumindest meine Skaterzeit hatte, da war so ein Gürtel unbedingt dabei zu haben. Also so ein Gürtel, wer cool sein wollte, der hatte so einen. Wir haben hier eine silberne Gürtelschnalle mit Serum 114 Prägung.
hier in Schwarz. Auf der Innenseite glatt Silber. Hier vorne, wie man das von diesen Gürteln kennt, das Ende entsprechend mit Metall hier zugemacht. Und ja, der Gürtel ansonsten einfärbig in Schwarz. Und dann funktioniert das Ganze so, dass man hier vorne das aufklappen kann, wenn es funktioniert. Ja, geht ein bisschen streng. Dann fädelt man den Gürtel hier durch auf die gewünschte Länge und dann kann man hier zumachen. Man hat hier, man sieht es, diese Zähne, dieses scharfkantige Metall und das drückt dann eben diesen Stoffgürtel an der Position fest und sorgt dafür, dass hier sich nichts bewegen kann und der Gürtel entsprechend die Hose fixiert. Ja, schöne Sache. Anmachen wir den Gürtel mal wieder zur Seite und kommen zum nächsten Boxinhalt. Zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier ein schwarzes Täschchen, Serum 114 Logo, auch hier wieder drauf. Und im Innenleben befindet sich hier eine Sonnenbrille. Dieses Beutelchen, dieses Täschchen hier entsprechend zuzuziehen. Also wir haben hier so zwei Bändel, um das Ganze zu verschließen. Und die Sonnenbrille sieht dann so aus. Also mit getönten Gläsern natürlich. Wir haben hier auch einen Sticker. UV 400 Protection lesen wir hier. Und auf der Seite wieder der Schriftzug. Serum 114. Allerdings nur einseitig. Also hier auf der linken Seite, auf dem linken Bügel. Rechts in schwarz glatt. Und ja, so sieht die Sonnenbrille aus. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Sonnenbrille. Die kommt hier in diesem kleinen Beutelchen, in diesem Stoffsäckchen. Dann haben wir den Gürtel, den Stoffgürtel mit gebrandeter Gürtelschnalle. Den Schlüsselanhänger, beidseitig gestaltet und geprägt. Die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Live at Wacken 2013, die Bonus-CD mit 12 Tracks im Digisleeve, also in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, Kopf über ins Nichts im Digipack mit 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Kopfüber ins Nichts von Serum 114. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Serum 114 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.